Konzentration, Leistung. Im Sport genauso wichtig wie in der Musik. Im richtigen Moment vollen Einsatz bringen. Renata Lück fiel das irgendwann immer schwerer. Mir ist aufgefallen, dass ich mich nicht mehr über die gesamte Zeit eines Musikstücks voll darauf konzentrieren konnte. Das waren zum Beispiel Anweisungen vom Chorleiter oder wo es dann hieß, singen Sie noch mal, was weiß ich, ab Takt 4. Und ich habe das überhaupt gar nicht gehört. Ich war wirklich so weg mit meinen Gedanken, dass ich das nicht gehört habe und dann nicht wusste, wo muss ich jetzt einsetzen und meine Chorschwester neben mir dann zeigen musste, wo ich singen musste. Ne? Auch außerhalb des Chors geriet sie in unangenehme Situationen. Sie sperrte sich aus, vergaß Verabredungen. Es gibt noch eine Situation, da war ich unterwegs und wusste für einen kurzen Moment nicht mehr, wo ich bin. Und das war auch so, da war ich völlig verunsichert und habe gedacht, was ist hier, habe ich Alzheimer, geht das jetzt los und so. Das hat mir auch Angst gemacht. Sporthochschule Köln. Renata Lück lässt ihre Konzentration testen. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie mitmachen. Nochmal vielen Dank dafür. Gerne. Sie nimmt an einer Studie teil. Es geht um Demenz und um Sport. Bei Frau Lück ist es natürlich noch keine Demenz. Wir sprechen häufig von einer beginnenden Vergesslichkeit. Und genau diese Probanden haben wir für unsere Studie gesucht. Weil wir wollten wissen, ob bei Menschen, die, und ich formuliere es jetzt mal etwas provokativ, am Rande einer Demenz stehen, ein regelmäßiges Sport- und Bewegungsprogramm das Fortschreiten der Demenzerkrankung aufhalten oder sogar verhindern kann. Warum sollte Sport eine beginnende Demenz aufhalten? Verschiedene Mechanismen werden zurzeit diskutiert. Im Visier der Forscher unter anderem Wachstumsfaktoren. Die werden von Muskeln ausgeschüttet, wenn sie arbeiten. Einige bewirken ein Gefäßwachstum. Andere sorgen dafür, dass im Gehirn vermehrt sogenanntes BDNF anfällt. BDNF lässt den Hippocampus wachsen. Diese Hirnregion ist wichtig für die Merkfähigkeit. Möglicherweise bilden sich dort durch das BDNF sogar neue Nervenzellen. So langsam können wir starten, jeder in seinem Tempo. Wie gesagt, langsam waren wir an jeder eine Runde. In der sogenannten Denksportgruppe der Sporthochschule trainieren Senioren Koordination, Kraft und Ausdauer. Anfangs gar nicht so einfach. Ich keuchte wirklich hinterher wie so eine alte Dampflok. Ne? Und ich habe mich auch wirklich gefühlt, als wäre ich völlig verrostet. Renata Lück trainiert zweimal die Woche. So, wir kommen einmal zusammen, bitte. Jeder sucht mal seinen Puls. Nicht nur ihre körperliche Leistungsfähigkeit hat zugenommen. Auch ihre Wortfindungsstörungen haben nachgelassen. Und in den Konzentrationstests schneidet sie immer besser ab. Dann sehen wir sehr schön, nach diesen 6 Monaten Sportprogramm oder auch nach 12 Monaten Sportprogramm erreichen sie quasi den maximalen Level. Also das, was Sie persönlich empfinden, dass Sie denken, die Vergesslichkeit ist ein bisschen zurückgegangen, sehen wir tatsächlich hier auch in den Daten. Mhm. Das ist schön, dass es da zu sehen ist. Ja. Also ich spüre es ja sowieso. Genau. Unsere Hypothese war natürlich, dass wir das Fortschreiten der Demenzerkrankung zumindest aufhalten können. Dass wir jetzt wirklich so ein positives Ergebnis hier in Köln haben, dass wir zeigen können, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich auch wieder besser werden in ihrer kognitiven Leistungsfähigkeit, hat uns ein bisschen überrascht, aber natürlich auch sehr gefreut. Auch nach Abschluss der Studie trainieren die Probanden weiter. Inzwischen sogar auf eigene Kosten. Denn viele haben hier Freunde gefunden. Halleluja! Ich sage mal, das beste Training ist das pralle Leben, weil wir da einen multisensorischen Input für unser Gehirn haben. Aber um am prallen Leben teilzunehmen, muss ich letzten Endes körperlich fit sein. Die Arme rechts nach unten, links nach vorne. Ob das pralle Leben geholfen hat oder ob es die Botenstoffe aus den Muskeln sind. Renata Lück ist es egal. Sie freut sich, dass sie nun auch in ihrem Alltag wieder die gewohnte Leistung bringen kann. Und den Effekt des Sports merkt sie auch bei ihrer großen Leidenschaft, dem Chor. Es ist so, dass ich mich wieder über lange Strecken gut konzentrieren kann,
dass ich auch von rechts und links gefragt werde, wo singen wir gerade? Also das nächste, was wir singen, ist die Vesper im Kölner Dom. Und die Stücke, die habe ich jetzt, da könnte ich jetzt lossingen, wenn Sie das wollen. Die habe ich drauf. Moment, bevor ihr jetzt sowas in die Kommentare schreibt wie diesen Aspekt habt ihr doch gar nicht behandelt oder zu diesem Thema muss man doch noch das sagen, das war ja noch nicht alles zu diesem Thema. Hier geht's noch weiter, hier gibt's ein ganz anderes Thema und wenn ihr das alles gut findet, dann hier abonnieren und die Glocke drücken.